Hey, oder Maxi und willkommen zurück zu Terraria Fett gemoddet. Ja, wir machen heute mal den Aragur. Den wollte ich ja noch machen. Poltergeist haben wir ja nicht geschafft, aber ist ja auch irgendwie logisch. Mal gucken, ob wir Devourer of Gods machen. Das ist ja mein All-Time-Favorite-Boss, so. Und wird auch wieder mega schwer, so. Aber erstmal machen wir Aragur. Weil wir müssten jetzt eigentlich alles für den Obsidian Core fertig haben. Glaube ich zumindest. Oder mir uns fehlen noch die. Wie heißen die Dinger nochmal? Oblivion Bars fehlen uns noch. Aber die kriegen wir ja schnell zusammen. Wir haben ja. Treasure. Hier, wie heißt? Dass ich die Erze sehen kann. Sollte zumindest so sein. Oder auch nicht. Konnte ich die nur mit der anderen sehen? Nee. Aber ich glaube, da oben war es schon, oder? Nee, das ist dieses Lumi oder wie auch immer. Was ist das? Ja, ist nur Illuminite Block. Sollte auf jeden Fall nicht so schwer sein, das zu finden, ne? Illuminite. Das hatte ich doch letztens noch gesehen. Wo hatte ich das denn gesehen? Da haben wir ein bisschen was. Von den Oblivion Shards. Und das sollte eigentlich auch schon reichen, ne? Müsste. Oblivion Bars. Und dann jetzt Obsidian Core. Was fehlt? Ja, Flamewood. Okay, kriegen wir auch noch hin. Die Sonne so, scheint so schön hell hinter mir, deswegen sieht man das durch den Greenscreen. Aber mein Gott, das sind so kleine Fehler, die regen halt auf, aber sind nicht weiter schlimm. Holen wir uns mal das Shadewood. Achso, wir können ja viel schneller sein. Ja, jetzt ist auch egal. Dafür ist diese Waffe mega nice. Flamewood. Sind wir fast schneller. Wenn wir so laufen, anstatt zu teleportieren. Naja, war jetzt ein bisschen übertrieben. Aber man kann schon einiges an Speed aufbauen damit. So. Jetzt aber. Obsidian Core. Summons the Guardian of the Flame-Raised Forest. Dann gehen wir doch mal dahin. Nicht? Mit Ultra Speed. So, sind wir schon zu weit. Boah, jetzt kann ich gar nicht bremsen, ey. Bin mal gespannt. Hello. Schießt mir keinen Schaden, leider.
Ja, doch ein bisschen. Ich kann keine Waffen benutzen, ein Debuff. Ja. Komm, bleib doch mal ein bisschen auf Augenhöhe. Damit ich da auch ein bisschen Schaden schießen kann. My friend. Zoom mal ein bisschen raus, damit ich weiß, woher der kommt. Oh nein! Ich habe wieder ihn frontal erwischt. Aber wir kommen gar nicht so hoch. Ach ja. Das wollte ich eigentlich nicht. Jetzt die Flammen machen Schaden, alles klar. Ah, shit. Ah, es ist nervig, dass du dem nur einen Kopf triffst. Können wir den immer nur so ein bisschen Schaden schießen? Na komm. Ah, das gibt's doch nicht.
So, nice. Flarium crystals have formed in the depths of the cavern drinne. Sehr schön. Was haben wir denn bekommen? Wrath Element? Ne, nur den Treasure Bag. Summons a Blazing Serpent Mount. Yeah! Ja, cool. Feuert Feuerbälle auf die Gegner. Hat er zumindest gesagt. Was haben wir hier? Vial of Fury Blood. Und daraus machen wir Draconium. Was machen wir daraus? Flarium-Sachen. Nur eine stärkere Pickaxe als die, die wir jetzt haben. Und die Waffen? Summon. Sigil of Solace, Flarium Wings, mehr Health und Regeneration, 35, ein bisschen besser. Was haben wir hier als Helm? 45 und 50 Increased Speed. Das sieht doch gut aus. Und dafür brauchen wir die Crystals. Und ganz schön viel von dem Alloy. Soul of Midnight? Ah, Abaddon. Okay, ich hoffe, davon haben wir noch ein paar. Aber müsst ihr. So. Wie hieß das nochmal? Alloy oder so, ne? Ja. Draconium. Was fehlt da? Ah, die Flarium Forge. Flario. Und dafür brauchen wir die Crystals. Ja, die müssten ja dann unten irgendwo zu finden sein. So. Das haben wir auch. Dann werden wir mal in den Underground gehen. Ah, die scheinen sogar sehr schön. Das ist sehr nice. Muss ich die zumindest nicht so ewig lang suchen. Thermite Ore. Wieso denn das? Sind aber nicht so viele große Stellen, ne? Sind immer nur so kleinere Abschnitte. Ja, hier haben wir doch einen etwas größeren.
Klarium. So. Dann bauen wir das Ding mal. Fla tri jum. Flarium Workbench. Okay, haben wir. Ah, dann kannst du die ganzen Flarium. Oh. Used to smell Zirconium. Okay, mal eben gucken. Draco. Dra. Okay, die brauche ich dann später auch noch. Was brauche ich dafür denn? 50 von denen und eine Adamantium Forge. Aber erstmal brauchen wir so ein Anvil. So. Jetzt brauchen wir Crystals. Forge. Ja. Oh, wir haben kein Titanium und auch kein Adamantium mehr. Da müssen wir mal suchen gehen, wa? Wo war denn die Olle mit den Vermischten? Das war doch eigentlich immer. Von wem habe ich das nochmal gekauft? Wir haben ja genug hier, wa? Ich weiß das so wirklich nicht mehr. War das nicht einfach hier, ja? Jo. Haben wir, ich brauche die Explorer. Wo haben wir so denn? Da. So, und dann gehen wir ein bisschen Titanium farmen. Und so. Und Flarium brauchen wir ja auch noch. Nur Titanium sieht man ja immer so schlecht. Aber erstmal nach unten fallen. Detected nearby. Pot detected nearby. Okay, cool. Haben wir schon ein bisschen Titanium. Leider wird das überschrieben durch den Illuminate-Block. Das ist so ein bisschen ärgerlich. Sieht doch cool aus. So, dann braucht man nur noch ein bisschen Flarium. Ich sollte das, glaube ich, auch aufsammeln. Habe ich. Okay. Oh, hier ist ja viel gemischt, ey. Titanium ist da noch. Ich
Oh, weißt du, ich habe so viel Zeit immer mit Titanium-Farm verbraucht. Und jetzt wächst das hier fast auf Bäumen, ey. Wie viel Flare? Ah, 50. Brauchen wir wesentlich mehr, schätze ich. Sieh das mal an, Alter. Und ich suche das noch wie so ein Berserker, ey. Flarium? Das heißt wahrscheinlich Flarium. Flarium ist lustiger, mein Gott. Ja, da oben haben wir eine große Strain. Hoffe ich mal, dass sich das auch lohnt, die Rüstung zusammenzubauen, ne? So. Jetzt holen wir uns einmal noch das Holz, das brauchen wir ja auch. Jo. Schon wieder zu weit. Hello. Viel wächst hier nicht mehr, du. Aber ich habe ja viele Setzlinge hier. So. Dann brauchen wir ein Titanium-Forge. Zack. Damit wir eine Flarium-Forge bauen können. So. Und jetzt können wir Draconit. Das kriegen wir nur, ja, nur von Aragur. Schade. So, und da mache ich auch Flarium-Zeug raus. Flari. Junge, ist das dein Ernst? Wie teuer der Shit ist, ey.
Grieche, da muss ich den ja fünfmal für besiegen. Okay, dreimal vielleicht, aber. Mal eben gucken, ob sich das überhaupt lohnt. Ja, die Godslayer ist schon besser und da habe ich wahrscheinlich nicht so viel. Obwohl, ja, die kommt ja doch ein bisschen später erst so, ne? Kosmolith kommt erst noch. Was haben wir denn noch? Oh, wie hieß das nochmal? Ach, boah. Nee, das wollte ich nicht. Chest. Wo haben wir denn? Godslayer, nee. Nee. Das ist ein Lightstone. Achso. Chestplate. Ich suche. Ja, komm, ich switch mal eben raus. Calamity. Armor. Ich weiß nämlich nicht mehr, welche das war. War das Daedalus? Nee, Daedalus ist zu. Tarragon. Kommt. Bloodflare. Ja, dann ist es eigentlich Bloodflare oder Tarragon. Weil Xerok haben wir ja. Tarragon hat 35 als Chest. Was hätten wir noch? Ja, oder Bloodflare. Weil die können wir ja auf jeden Fall machen. Ruminous Soul. Ah, dafür brauche ich Poltergeist. Brauche sie später sowieso. Die Bloodflare Armor muss ich nicht unbedingt haben. Throwing Damage, nee, Melee. Contact Damage. Ja, schauen wir mal. Ich will jetzt nicht noch fünfmal den Aragur machen, weil das ist echt halt nervig irgendwie. Aber die Sachen reichen mir eigentlich auch schon. So, Thorium könnten wir noch Bosse machen, Sacred Tools. Gucken wir mal, Moon Emblem. Was das kostet. Moon Emblem. Können wir sogar so machen. Mit dem Draconium. Ja, komm, mein Gott. Die Lunariens. Haben wir sonst nichts zu tun, so, ne? Das Gute ist, wir können die auch hier schön in der Arena kloppen. Dann gucken wir mal, wie heftig die drauf sind, die Boys. Ach, das sind so Personen einfach nur. Okay, die sind schon ein bisschen heftiger. Oha, Junge. Hallo. Seid ihr irgendwie Superhelden, oder? Was ist los da bei euch? So, jetzt können wir ballern.
Nur noch Solarius ist übrig von den Helden. Wo ist er? Ah, hier. Und das ist jetzt der coole. No, oh, Novaniel. Aber man hat nur 2 Minuten Zeit, um den zu besiegen. Alles klar. Also, piece of cake. Komm her. Wo bist du? Ah, der ist direkt neben mir, Alter. Oha. So, haben wir so doch alle besiegt, wa? Mal eben gucken, nicht, dass ich irgendwie was vergesse. So, Treasure Bag von den Lunarians. Luminous Energy und Cosmic Cloud Bracelet. Oha! Das ist ja nice. Wo kommen denn die auf? Oder ist es, wenn ich die in die Luft schieße? Das war cool. Oder war das jetzt nur Zufall? Das interessiert mich doch jetzt schon. Vor allen Dingen ist die Schussgeschwindigkeit eigentlich auch recht nice, ne? Nur die geht wahrscheinlich sehr schnell leer. Ja, das war's schon. Oh. Aber nice ist es auf jeden Fall. So, was mache ich da aus der Luminous Energy? Ganz schön viel. True Moon Etched. Pandalora. The Lunarian Prison Break. Nebelassige. Solar Sigil, okay. Siegel. Soul of Loomlight. Moon Emblem. Nee. Das ist ja schon wieder falsch, ey. Was ist denn ein Lunar Vault? Kristallinbar. Sacred Tools. Oh, 300 Pickaxe-Power. Krass. Sehr nice, ey. Sehr, sehr nice. Kam danach noch was? Für die Lunarians haben wir jetzt. Ja, Lunarians. Joost-Mod. Challenger. Challenger wäre noch. Aber der kommt nach Poltergeist und so. Aber vor Devourer of Gods, dann müsste der ja eigentlich nice sein. Ja. Ja, dann farme ich mir mal ein bisschen was zusammen. Würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, euer Mike.